Einen fantastischen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Stefan Decker, ich bin Geograf und Naturfilmer aus Bonn. Unter dem Motto Entdecke die Natur vor deiner Haustür möchte ich Naturbewusstsein und Artenkenntnis fördern. Und heute hoffe ich ehrlich gesagt nur, dass ich nicht gebissen werde. Mag es schon das ein oder andere Mal erwähnt haben. Der Februar ist, was die Naturfotografie angeht, häufig ein wirklich sehr, sehr zäher Monat. Doch mit ein bisschen Geduld findet man auch an den grauesten Februartagen ein bisschen Inspiration. Eine Art, an die wir als Naturfotografen nur sehr schwer herankommen, ist das Schwarzwild oder auf gut Deutsch das Wildschwein. Wir haben allerdings hier oben im Bonner Stadtwald ein relativ großräumiges Wildgatter, in dem wir die Tiere super beobachten können. Und heute Morgen bin ich verabredet mit meiner Kollegin Celine und die nehme ich mit zu ihrer morgendlichen Fütterung. Und euch nehmen wir auch mit. Also, auf geht's! Ich bin Celine, 25 Jahre alt, arbeite seit dem April letzten Jahres in der Stadtförsterei und im Haus der Natur. Eine meiner Aufgaben ist es, sich um die Wildtiere zu kümmern. Und unter anderem betreue ich auch Naturschutzflächen oder kümmere mich um Aufgaben im Haus der Natur, wie den Bauerngarten zum Beispiel. Ich mag total gerne morgens die Schweine zu füttern. Das sind super schlaue Tiere, sind super sozial und ich glaube auch, dass sie mich erkennen, wenn ich komme. Manchmal ist es so, dass sie mir hinterherlaufen. Ich kann sie auch zum Teil streicheln oder aus der Hand füttern. Also würde ich jetzt im Wald ein Schwein sehen, würde ich auf jeden Fall nicht zu dem gehen. Aber hier im Gehege ist es eigentlich, die sind uns einfach gewöhnt. Die sind total sozial und vielleicht sehen die uns auch zum Teil als Familie an. Es ist auf jeden Fall wichtig, Respekt vor den Tieren zu haben. Auch wenn ich vom Körper her größer bin, sind die Schweine auf jeden Fall stärker und schneller als ich. Ich glaube, du fütterst ja ziemlich regelmäßig. Was genau fressen die Wildschweine bei uns eigentlich? Die Schweine werden von uns mehrmals die Woche gefüttert und bekommen von uns Mais. Von den Besuchern kriegen sie auch Futter. Das sind dann die Futterautomaten bei uns vor den Gehegen. Wir haben 2 Stück davon. Ich habe schon mal morgens gesehen, dass ich ein Schwein mehrfach übergeben hatte. Und als ich dann die Runde durchs Gehege gemacht habe, lag da alles Mögliche rum, von Zwiebeln bis Kohl, aufgeweichte Brötchen. Zum Beispiel habe ich auch schon mal Popcorn in den Futterrutschen gefunden oder Cornflakes. Auch wenn die Leute denken, Schweine sind Allesfresser, sollte man denen nicht alles geben, weil auch die davon krank werden können. Warum gerade Wildschweine? Was fasziniert dich an den Tieren so? Wildschweine haben gute Sinne. Die sehen zwar nicht gut, aber dafür hören sie extrem gut und riechen noch besser. Sieht man auch schon an den langen Schnauzen, die sie haben. Die können auch bis zu einem halben Meter unter der Erde weit riechen. Schweine sind eigentlich keine dreckigen Tiere. Die sind sehr rein, auch wenn man das manchmal nicht glauben möchte.
Die gehen gerne in die Suhlen, um sich abzukühlen, weil sie nicht normal schwitzen können wie wir Menschen oder wie andere Tiere. Und außerdem hat der Schlamm noch den guten Nebeneffekt, dass das die Parasiten weghält. Also um ehrlich zu sein, das klingt für mich nach einem ziemlichen Traumjob. Ich mag meinen Job total gerne. Es macht total viel Spaß, sich um die Schweine zu kümmern und jeden Morgen hier ins Gehege zu gehen. So, ihr könnt sehen, filmen, füttern und fotografieren gleichzeitig unter diesen Bedingungen gar nicht so einfach. Darum blenden wir euch jetzt noch ein paar Fotos ein, die wir im Laufe des Jahres genau hier gemacht haben. Jetzt haben wir natürlich keine Fotos in freier Wildbahn gemacht. Und für viele Naturfotografen ist genau das Wichtige, ein Tier in seiner natürlichen Umgebung abzulichten. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein ganz spannendes Erlebnis. Auf der anderen Seite geht das natürlich immer einher mit einer potenziellen Störung für das Wild. Und hier gilt es einfach, sorgfältig abzuwägen. Für mich war es primär erstmal ein spannender Morgen mit Celine hier hinter den Kulissen bei den Wildschweinen. Und wenn ihr Lust habt, dann besucht uns doch am Haus der Natur, besucht unsere Wildschweine, bringt die Kamera mit. Aber wie gesagt, lasst bitte die aufgeweichten Brötchen und das Popcorn zu Hause. Und wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich versuche mein Glück jetzt nochmal bei den Wildschweinen. Bis dann!